weiß nicht, wie es dir geht, Christopher, aber ich bin es echt leid, Spielchen zu spielen. Drei Männer, Lucas. Drei meiner Männer sind wegen dir tot. Das endet. Und zwar sofort. Ich glaube nicht. In einer Minute sind es vier tote Soldaten. Du wirst scheitern. Und dann wirst du sterben. Okay. Wir haben hier wohl ein Problem. Sind dran, Chris. Geh zurück zur Haupthöhle und warte auf weitere Anweisungen. Lass mich nicht hängen. Okay, Mann. Chris, gute Nachrichten. Die Videos der ersten Einheit zeigen Kanister mit flüssigem Stickstoff in der Nähe. Vielleicht kannst du mit Einfrieren die Bombe entschärfen. Wo sind die Kanister? Das Lager im Abbauraum des Bergwerks. Geh durch das rote Tor. Durch das rote Tor. Durch. Nein. Der flüssige Stickstoff ist gleich davor. Ah, das kam jetzt aber unerwartet.
Nein. Ah, na, das läuft ja. Na, top, würde ich ja mal sagen. Das läuft jetzt hier nicht so gut. Optimal. Ich weiß gar nicht so richtig, wo der Fehler ist. Und lass mich schon noch mal kurz töten hier. Das ist semi-optimal. Achso. Okay. Ziel erledigt, Chris. Finde den Stickstoff. Muss mich nicht erinnern. Wird das wirklich funktionieren? Schnell, Chris. Wird schon schief gehen. Es hat geklappt. Mir geht's gut. Okay, Lucas. Nur noch du und ich. So. Chris, wir sehen einen Raum hinter der Tunnelbohrmaschine. Lucas? Vielleicht. Probier da reinzukommen und schau nach. Verstanden. Okay. Nicht gut. Nicht gut. Ja, der setzt natürlich den Tunnelgräber in Young, oder was? Ach komm, hör auf. Ist klar. Ja, tatsächlich habe ich jetzt relativ viel Flintenmunition. Das und ja, wo ist denn mein Nachtsichtgerät? Christopher, immer noch bei uns, wie ich sehe. Sehr beeindruckend, mein Freund. Sehr beeindruckend. Schauen wir
wir mal, wie beeindruckend du wirklich bist. Mach rauchen! So. Na, der kommt jetzt nicht so gut. So, wie soll ich denn den töten? Ihr habt nichts da. Ihr habt nichts da. Ja, das ist total toll. Ja, das ist scheiße. Na komm, dann töte mich mal. Jetzt wird ja so nichts. Willst du es nochmal hier probieren aufzuballern? Nope. Ja. You're dead. Jetzt. Bekommst du kein Mitleid, Arschloch? Ich weiß, ich weiß. Ich habe Schreckliches getan. Furchtbare Dinge. Deine Männer gekillt. Foltert. Und ich habe jede Sekunde genossen, Soldatenjunge. Genau wie ich es genießen werde, dich brennen zu sehen. Oh, hörst du das? Hört sich an, als sei deine Zeit vorbei. Tick, tack, Christopher. Tick-Tack! Wenn du mich umlegen willst, leg mich um. Aber um Gottes Willen, halt endlich das Maul! Oh, ich würde ja gerne bleiben und dich brennen sehen. Ja, schön. Ich werde woanders gebracht. Ja, komm jetzt, mach mal weg.